wunderschön, auf eine leere Tribüne und gut besuchte Stuhlkreise zu schauen. Schön, dass ihr da seid. Bei diesem Wetter, finde ich, das zeigt eigentlich von Engagement. Es ist heute der World Earth Day. Es gibt eigentlich keinen schöneren oder treffenderen Tag, an dem wir uns hier zusammenfinden könnten. Ich bin sehr gut gelaunt. Und ich hoffe, wir haben eine optimistische Diskussion. Unter anderem, vielleicht hat es die eine oder der andere von euch auch letzte Woche gelesen, hat der Versicherer Allianz Trade eine Studie veröffentlicht, die sagt, die deutsche Industrie hat durchaus die Möglichkeit, bis 2050, unser Thema heute, klimaneutral zu werden. Und damit das klappt, wären Investitionen in Höhe von 52 Milliarden Euro nötig. Das ist viel Geld, ich weiß, aber wenn wir das vielleicht mal in Vergleich setzen mit dem 100 Milliarden Euro Paket, was der Bundeswehr zugesichert, aber noch nicht abgerufen wurde, dann müssten wir das doch eigentlich schaffen, oder? Das Ding ist, dass es nicht reicht, wenn nur die deutsche Industrie klimaneutral wird, sondern Klimaneutralität und der Pfad dorthin ist etwas, was wir in allen Bereichen unseres Lebens berücksichtigen müssen. Und es reicht natürlich auch nicht aus, wenn wir das in Deutschland machen, sondern die Klimakrise und Klimaschutzmaßnahmen kennen keine Landesgrenzen. Das heißt, wir müssen international denken. Heute geht es darum, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Das ist ausgerufenes Ziel der Europäischen Union. Und ich habe ein tolles Zitat unseres Wirtschaftsministers Robert Habeck gefunden, das ich euch gerne vorlesen möchte. Die EU geht voran beim Klimaschutz und beweist Entschlossenheit, allen Krisen zum Trotz. Ja, ist dem so. Wenn wir auf die jüngsten Entwicklungen bezüglich des Klimaschutzgesetzes beispielsweise schauen, dann sieht es ja so ein bisschen aus, als ob eigentlich die Tore, die da geöffnet wurden, jetzt wieder verschlossen werden. Ich freue mich umso mehr auf unsere Diskussion heute. Und ich habe hier drei Menschen auf dem Podium, die jede und jeder auf ihre Art und Weise am Morgen arbeiten und die sich dafür engagieren, dass diese wahnsinnig schnellen Veränderungen unserer Zeit in die richtige Richtung gehen und uns nicht überrollen. Alma Spribille, du hast 2019 den nachhaltigen Mobilfunkanbieter WeTel gegründet. Dazu engagierst du dich als Vorständin im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Darüber werden wir sicherlich noch mal zu sprechen kommen. Und du bist außerdem von besagtem Robert Habeck in den Mittelstandsbeirat des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz berufen worden. Davor blickst du auf 12 Jahre in der Wissenschaft zurück, in der Solarzellenforschung. Ganz herzlich willkommen. Du wirst uns gleich ein bisschen mehr zu deinen Thesen verraten. Aber erstmal zu dir, Annika. Du bist Klimaaktivistin und Pressesprecherin von Fridays for Future. Meines Wissens hast du dich 2018 der Bewegung angeschlossen. 19. Okay, 19, danke. Du organisierst die Demos, du machst die Pressearbeit und bist aber auch für Kooperationen zuständig. Ich hoffe, du hast mir da sowas im Vorgespräch geflüstert, dass wir darauf vielleicht später nochmal zu sprechen kommen werden. Und du studierst aktuell hier in Hamburg Computer-Mensch-Interaktion. Mensch-Computer, oh ja, den Menschen bitte doch immer noch zuerst. Mensch-Computer-Interaktion, vielen Dank. Und Florian Ranft, du bist, jetzt muss ich nur schauen, deine Funktion, Mitglied der Geschäftsleitung des Thinktanks, das Progressive Zentrum in Berlin. Du kommst aus der Wissenschaft und hast davor für 2 Londoner Thinktanks gearbeitet und einer deiner Schwerpunkte sind der New Green Deal, den wir alle so dringend brauchen. Dazu hast du gelehrt an den Universitäten Frankfurt und Greifswald zu den Themen politische Soziologie und internationale Politik. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, aber wie gesagt, es soll ja hier heute gar nicht so sehr nur um uns hier oben gehen, sondern auch um euch. Ganz, ganz herzlich willkommen, ihr in den Stuhlkreisen. Schön, dass ihr da seid. Alma, Annika und Florian, ich hatte euch im Vorfeld gebeten, uns so einen kleinen Abriss in eure Gedanken zu geben. Deshalb werdet ihr jetzt auch in der eben genannten Reihenfolge die Gelegenheit haben, uns mal in 3 Minuten zusammenzufassen, wie das eigentlich aussieht. Wir haben hier 3 verschiedene VertreterInnen verschiedener Gruppen eigentlich, nämlich aus der Wirtschaft,
aus der Zivilgesellschaft und aus der Wissenschaft mit Blick auf die Politik und wie so aus eurer Sicht eigentlich gerade das aussieht. Was brauchen wir jetzt? Welchen Einfluss haben eure jeweiligen, ich nenne es jetzt mal Interessengruppen? Und Alma, ich hatte dir im Vorgespräch die konkrete Frage gegeben, was muss die Wirtschaft, wenn man sie jetzt eigentlich so nennen kann, unternehmen, um Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen? Vielen Dank. Genau, die Wirtschaft gibt es aus meiner Sicht erstmal gar nicht, aber natürlich muss die Wirtschaft was machen. Deswegen versuche ich das so ein bisschen aus meiner Sicht darzustellen. Ich bin Unternehmerin, deswegen, weil ich glaube, Unternehmerinnentum ist die ultimative Form des Aktivismus. Ich habe mich schon immer für Klimaschutz engagiert. Solarzellenforschung ist eine der Lösungen für Klimaschutz oder für erneuerbare Energien in Deutschland. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich als Unternehmerin einen größeren Hebel in der Hand habe. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Wirtschaft sich verantwortlich fühlt, denn wirtschaften tut kein Unternehmen auf der grünen Wiese. Wir alle tun das in unserer Zivilgesellschaft, in unserem Wirtschaftsraum und wir nutzen dafür Ressourcen, die uns nicht gehören, sondern allen gehören. Und das ist eigentlich auch mein wichtigster Punkt, wie die Wirtschaft dazu beitragen könnte, diese Klimaziele zu erreichen, nämlich Verantwortung übernehmen. Wenn wir, und das ist der wichtigste Punkt, der wird immer kurz gefasst mit Internalisieren externer Kosten, alle Wirtschaft benutzt Gemeingüter für Produktion, wir leider fast alle verschmutzen die Umwelt, stoßen CO2 aus, manchmal wird das Trinkwasser belastet, ähnliche Sachen. Und dafür bezahlen wir meistens nicht. Und wenn wir diese Kosten, die dadurch entstehen, also Gemeinkosten, die immer von der Bevölkerung in Deutschland getragen werden oder vom Steuerzahler oder weltweit von Menschen getragen werden, einbeziehen würden in die Produkte, dann wären Konsumentinnen tatsächlich überhaupt in der Lage, die richtige Wahl zu treffen, denn das sind sie ganz oft heute nicht. Und diese Verantwortung zu übernehmen, dass als Wirtschaft sind wir Teil des Problems, denn wir produzieren oder stellen Dienstleistungen zur Verfügung, die Ressourcen benutzen, für die wir ganz oft nicht ausreichend zahlen müssten. Und wenn das, man nennt das immer Level Playing Field, wenn man darüber diskutiert, wenn wir wirklich faire Preise hätten, dann würden sich ganz viele Sachen super schnell ändern. Und das ist vielleicht auch dieser optimistische Ausklang davon, weil Systeme ändern sich super schnell, auch Wirtschaftssysteme, und man merkt das gerade. Und wir persönlich oder ich persönlich engagiere mich in der Wirtschaft zum Beispiel dafür, dass ich einerseits politische Lobbyarbeiten mache, weil man das kann man als Unternehmerin, zum Beispiel diesen Mittelstandsbeirat, aber auch im Bundesverband. Und wir reden in der Branche mit unseren Konkurrentinnen oder Zulieferern und reden darüber, wie die schneller klimaneutral werden können, weil wir haben dieses Wissen, wir haben uns damit auseinandergesetzt und wir teilen das. Und diese Kooperative führt dazu, dass wir schneller sind, dass die schneller sind. Und das ist ein zentrales Argument, wo ich finde, dass die Wirtschaft dazu beitragen kann. Da sind jetzt ganz viele Wörter, große Wörter gefallen. Verantwortung ist das, was mir jetzt so hängen geblieben ist. Ganz herzlichen Dank, Alma. Annika, wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal gesprochen und du hattest ganz entschieden zu mir gesagt, ja, es ist jetzt nicht die Lösung darin, dass jetzt alle Ökostrom haben, sondern ihr wollt ganz konkret auch Druck auf die Politik machen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du uns jetzt mal in deinen Kopf schauen ließest. Ja, ich glaube, bevor Fridays Future angefangen hat, war der Diskurs um Klimakrise und was passieren muss ganz kaputt, weil ganz viel darüber gesprochen wurde, was kann eigentlich jede einzelne Person besser machen. Und dabei wurde ganz oft außer Acht gelassen, dass Menschen teilweise einfach keine Wahl haben oder die Wahl auch einfach anders beeinflusst wurde. Und diese ganze Debatte um, was kann jede einzelne Person tun, wurde von einem großen Ölkonzern überhaupt ins Leben gerufen, der diesen CO2-Fußabdruck gestartet hat, der so berühmt ist. Und als ich angefangen habe mit Fridays Future, war ich, glaube ich, ein sehr politischer Mensch und habe aber trotzdem immer so das Gefühl gehabt, irgendjemand anders kümmert sich schon. Und dann haben die Demos gestartet und dann habe ich das Gefühl so, okay, irgendwie muss dann Anliegen sein, irgendwie kümmert sich ja doch niemand. Und dann habe ich angefangen zu checken, es reicht nicht nur, mich auf mein Fahrrad zu setzen, sondern ich muss dann auch noch denken, boah, ist dieser Fahrradweg beschissen, und dann muss ich das Commitment haben, mich irgendwo hinzustellen, auf eine Demo zu gehen und zu sagen, ich will das jetzt ändern. Und das war für mich ein ganz großer Shift, auch wie ich angefangen habe, Politik wahrzunehmen, weil ich das Gefühl hatte, naja, wenn ich und andere Menschen, die dieselben Interessen haben wie ich, nicht dafür einstehen, was sich verändern muss, auch wissenschaftlich betrachtet verändern muss einfach,
dann wird es nicht passieren, weil dann wird im Zweifelsfall, haben andere Menschen einen anderen Einfluss. Und ich glaube, was alle Menschen gemeinsam haben, die jetzt vielleicht nicht in der Wirtschaft sind oder in der Wissenschaft, wobei die Wissenschaft auch mal so ein bisschen politisch kleingeredet wurde, glaube ich, vor Fridays Future, ist, dass Menschen chronisch unterschätzt werden. Also gerade junge Menschen werden chronisch unterschätzt und dann waren alle auf einmal ganz überrascht, dass wir gesagt haben, so, nee, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Und deswegen, glaube ich, ist einer der größten Hebel, der aber eher aus so einem externen Zwang entsteht, auch aus einem Bedürfnis mit diesem Krisenchaos, was gerade, glaube ich, alle so spüren, umgehen zu müssen. Also hast du das Gefühl, ganz viel passiert und dann hat man eigentlich so ein Bedürfnis, so in so eine Ohnmacht zu verfallen. Und ich glaube, dass so dann der beste Ausweg für einen selbst, also für mich war das das Fazit, und aber auch eben durch einen externen Zwang ist zu sagen, jetzt tue ich mich mit den Menschen zusammen, die dasselbe stört, was mich stört. Und wir organisieren Demos, Aktionen, machen politisch Druck, wir haben in Hamburg diesen riesen Schriftzug auf der Mönckebergstraße, die aus Hamburg kommen, kennen den bestimmt. Also haben so ganz viele Dinge gemacht, wo ganz viele Leute uns gesagt haben, niemals wird es, also klappt das, das ist unmöglich. Und damit eben auch immer wieder gesagt, ja, manche Dinge scheinen unmöglich, aber manchmal haben wir keine Wahl, als sie möglich zu machen. Und das ist unser großer Hebel, wo wir den Diskurs verschieben wollen und den Anspruch haben, Menschen mitzunehmen und eine Möglichkeit zu bieten, zu sagen, boah, mir passt das auch nicht, ich will etwas unternehmen. Vielen Dank, Annika. Es kümmert sich ja sonst niemand um, nicht nur um die beschissenen Fahrradwege, sondern auch um viel mehr. Nämlich, ich glaube, was du gerade skizziert hast, ist dieses gedanklich auch Raum aufzumachen für Utopien. Deshalb, Florian, das passt wunderbar in diese Reihe. Wenn wir jetzt mal schauen, was sind denn eigentlich die politischen Rahmenbedingungen, die wir haben müssten, um wirklich Transformation hinzukriegen? Ja, also die Frage, die mir gestellt wurde, war, ne, ob wir bis 2050 klimaneutral werden in Europa und wie wir das hinbekommen. Wir haben uns ja eine Prise Optimismus gewünscht, also gerade zum ersten Teil der Frage, ob das möglich ist, bin ich auch entsprechend optimistisch. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren in breiten Teilen der Bevölkerung, aber auch der Wirtschaft und Politik ein Einsehen erlebt, nämlich, dass wir jetzt entscheidend in der Klimapolitik handeln müssen. Hier sehen wir auch, glaube ich, dass die Politik reagiert. Wir haben zum Beispiel am Donnerstag im Europäischen Parlament ein neues System des Emissionshandels beschlossen, das ab 2027 auch breite Teile der Wirtschaft, noch nicht alle, aber dazu verpflichten wird, für die ausgestoßenen CO2-Emissionen einen Preis zu bezahlen, der wiederum oder die Gelder, die da entstehen, wiederum in den sogenannten sozialen Klimafonds in Europa einfließen werden. Jetzt passiert dieser Fortschritt, den wir da sehen, ne, im Bereich der Klimapolitik, gefühlt sehr, sehr langsam. Und wir würden uns vielleicht auch einen radikaleren, vielleicht auch einen schnelleren Fortschritt wünschen. Aber es ist Teil der Demokratie und demokratischen Entscheidungsprozessen, dass wir, um diese großen Maßnahmen zu treffen, diese verhandeln müssen, politisch verhandeln müssen, dass wir Kompromisse finden müssen und dass diese Kompromisse am Ende auch politisch umgesetzt werden müssen. Und das bringt mich zum zweiten Teil der Frage, nämlich wie wir bis 2050 klimaneutral in Europa werden können. Es ist immer so eine Sache mit Zukunftsvorhersagen. Und 2050 liegt natürlich ein ganzes Stück in der Zukunft letztendlich. Daher vielleicht ein kleines Gedankenexperiment und ein kleines Szenario. Wir bewegen uns in Europa auf einen Scheideweg zu. Der hat aber erstmal überhaupt nichts mit Klimapolitik zu tun, sondern der hat was damit zu tun, mit den fürchterlichen Nachrichten, die uns tagtäglich aus der Ukraine in den letzten 14 Monaten erreichen. Und zwar konkret natürlich mit dem illegalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins in der Ukraine. Jetzt hat dieser Krieg enorme politische Dynamiken in Deutschland und in Europa ausgelöst. Wir stellen uns fundamentell die Frage, ob und wie unser Wirtschaftsmodell in der Zukunft funktionieren kann. Wir haben unsere Energieversorgung mehr oder weniger komplett neu organisiert. Wir haben aber auch erlebt, wie die europäischen Mitgliedstaaten ein Gefühl der Solidarität entwickelt haben und auch näher zusammengekommen sind. So, jetzt müssen wir, lieber früher oder später, wird es auch im Ukraine-Krieg hoffentlich eine Lösung geben,
entweder militärischer Natur oder vielleicht auch ein Friedensabkommen. Und diese Dynamiken, die politisch in Europa entstanden müssen, denen müssen wir uns als Europäerinnen widmen. Die haben nämlich was mit uns angestellt und die eröffnen ein Handlungsfenster, dass wir Europa neu denken und vielleicht auch ein Stück weit neu erfinden können. Europa ist ja letztendlich auf den Gedanken von Frieden und Wohlstand nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden und stetig weiterentwickelt worden. Wir haben also die Chance, als Europäerinnen dieses Europa neu zu denken. Ein grünes Europa, ein nachhaltiges Europa und ein Europa, was auch die zukünftigen Generationen ein ökologisches und nachhaltiges Wirtschaftsmodell liefern kann. Denn nur mit dem Abbau von CO2-Emissionen kommen wir nicht weiter. Daher noch drei kurze, konkrete Punkte, wie das aussehen kann und was wir für dieses Europa brauchen. Wir brauchen erstens eine klare Vorstellung davon, wie dieses Europa, wie diese Vision eines neuen Europas aussehen kann, gerade im Bereich der Klimapolitik. Im Moment herrscht die Vorstellung davon, dass wenn wir Zapfsäulen mit Energieladesäulen für E-Autos austauschen, dass wir dann auf einem guten, nachhaltigen Weg sind, um die Klimakrise abwenden zu können. Das ist aber nicht genug. Zweitens, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie zukünftig die Institutionen, Organisationen, Verfahren und Regeln in Europa funktionieren. Im Moment machen wir Politik von oben. Das reicht sicherlich für den ordnungspolitischen Rahmen, also für solche Geschichten wie den Emissionshandel. Es reicht aber nicht, um Akzeptanz und Vertrauen für diese Klimapolitik auch im Lokalen und Regionalen zu schaffen. Und drittens, wir müssen als Europäerinnen auch über den Tellerrand hinausschauen. Wir können natürlich nicht nur in Europa klimaneutral bis 2050 werden, sondern wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, wie das Ganze auch global funktionieren kann. Vielen Dank für diesen Schnelldurchlauf durch das, was nötig ist. Jetzt seid ihr wieder gefragt und zwar haben wir jetzt eine Viertelstunde für euch, in der ihr euch erstmal darüber austauschen könnt, was wir hier oben oder was wir gehört haben und einfach gemeinsam Fragen auch identifizieren könnt, die euch interessieren und die wir dann hier auf dem Teppich diskutieren können. Wir haben uns in unserer Runde so ein bisschen gefragt, oder wir haben schon einiges von euch gehört, aber wir würden gerne noch von euch wissen, inwiefern ihr Klimaneutralität mit Wirtschaftswachstum vereinbar findet. Ob ihr dazu irgendwie jeweils kurz kleine Statements geben könntet. Ich würde diesen Begriff klimaneutral 2050 gern mal in Frage stellen. Und vor allem auch euch, die auf dem Teppich sitzt, auf dem grauen Teppich, weil machen wir uns denn doch nichts vor, wir sind in einer Klimakrise, die exponentiell an Geschwindigkeit zunimmt, an Fahrt zunimmt und es sind verschiedene Kipppunkte schon erreicht oder werden bald erreicht. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Umwelt, wie sich alles miteinander entwickelt und verändert, aufeinander reagiert und so weiter und so fort und ich finde, dieser Begriff klimaneutral 2050 ist zwar ein politischer Begriff, aber auch dieser müsste von Diskutanten, die auf dem roten, grauen Teppich sitzen, hinterfragt werden. Da schlage ich vor, ich würde da gerne mal reingrätschen. Ja. Und zwar, ich glaube, das sind eben zwei Dimensionen. Das eine ist, was wir vielleicht einmal hier besprechen können, wie sinnvoll ist es, Klimaneutralität unter welchen Umständen oder als was definieren wir Klimaneutralität, dann ausgerechnet bis 2050 anzustreben, wenn eigentlich unter anderem Studien von Fridays for Future genau prognostiziert haben, dass zum Beispiel Deutschland, wenn ich es richtig erinnere, sein Emissionsbudget 2035 aufgebraucht hätte und klimaneutral sein müsste. Darüber würde ich gerne mit euch sprechen und diese Wachstumsfrage dann gerne anschließen, weil ich glaube, wir brauchen hier einmal eine saubere Definition dessen, wie wir uns Klimaneutralität vorstellen und dann können wir darüber sprechen, inwiefern da das Spannungsfeld zum Wachstumsbegriff besteht. Und wenn wir dann noch Zeit für was anderes haben sollten, dann schauen wir weiter, denn ich glaube, das macht ein sehr großes Fass auf. Mit wem fange ich da an? Annika, ich habe jetzt gerade eure Studie zitiert. Magst du uns da, du kennst dich da deutlich besser aus, nochmal einen Einblick in eure diesbezüglichen auch Forderungen geben? Ja, also vielleicht kurz, es ist nicht unsere Studie, sondern das Wuppertal-Institut. Wir haben die nur in Auftrag gegeben. Genau, und also das Konzept dahinter so ein bisschen, deswegen, also ich habe auch meine Probleme mit dem Titel gehabt.
das Problem ist so ein bisschen, dass man darin gelandet ist, dass man so ein großes Jahreszahlen-Battle gemacht hat und am Ende hat irgendwie jeder sich so unterboten in so Wahlprogrammen und auch wir in Forderungen. Also es ist so ein, man könnte am Ende die Jahreszahl de facto würfeln, weil eigentlich ist mehr oder weniger egal, wann wir klimaneutral werden. Die Frage ist eher, wie viel Emissionen stoßen wir bis zu diesem Zeitpunkt aus? Und man, also vielleicht da Bezug zu nehmen, eigentlich wissen wir relativ genau, was wann passiert. Und es gibt noch so ganz viele Komponenten, die da zwar reinspielen, aber wir wissen, dass wenn, weiß nicht, der Eisschild auf Grönland abschmilzt, dann steigt im Zweifelsfall der Meeresspiegel um, also der steigt jetzt schon jährlich um, ich glaube, 3 bis 5 Millimeter. Wenn der Meeresspiegel, wenn das Eis im Grönland komplett abgeschmolzen ist, dann werden das also zwischen 30 und 50 Meter teilweise, je nachdem, welche Modelle man benutzt. Und dann ist das Eis weg und dann reflektiert kein Eis mehr Sonnenstrahlung. Deswegen wird das Meer wärmer, weil das Meer ist ja dunkel und dann wird es heißer und dann wird das CO2, was da drin emittiert ist, geht in die Luft und dann sind wir de facto nicht klimaneutral, weil dann kommen die Emissionen halt aus den natürlichen Kreislaufen, die wir so ins Loslaufen gelegt haben. Und ich glaube, deswegen muss man weg von dieser Jahreszahlendebatte und hin zu einem, wie viel Emissionen haben wir noch? Mit welchem Risiko laufen wir die Klimakrise? Also man kann relativ genau sagen, so und so viel CO2 können wir noch emittieren und dann ist die Wahrscheinlichkeit, 1,5 Grad einzuhalten, 50, 70, 60, also wie viel Prozent man halt Sicherheit haben will. Und dieses Budget ist global gerechnet und das kann man dann aufteilen. Und dann steht man vor so großen Gerechtigkeitsfragen, wie viel darf man in Europa denn noch verbrauchen? Wie viel steht uns zu? Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu selbst sagen wäre, dann würde man sagen, eigentlich steht uns gar nichts mehr zu, weil wir haben mit anderen Staaten gemeinsam diese ganze Krise eigentlich losgestoßen. Wenn man dann realistisch drauf guckt, merkt man, na gut, wir werden nicht morgen klimaneutral werden. Und dann kann man sich überlegen, okay, sagt man jetzt, jedem Land steht gleich viel zu an Budget? Oder sagt man, den Ländern, die jetzt schon viel emittieren, steht mehr zu, weil sie haben einen schwierigeren Weg? Ich persönlich bin der Auffassung, man kann jetzt nicht den Leuten, die schon viel emittiert haben, noch mehr geben, nur weil sie es schwerer haben, weil sie haben ja auch mehr finanzielle Ressourcen und mehr Möglichkeiten generell. So, und wenn man sagt, okay, man teilt es dann gleich auf, dann kommt man eben auf ein Budget. Und da kann man sich überlegen, wie teilt man das auf? Wie das Geld, was man auf dem Konto hat. Man kann sich überlegen, ich gebe das alles auf einmal aus, aber das wird nicht funktionieren mit CO2. Oder man kann überlegen, dass man linear reduziert. Das sind dann so die Modelle, wo dann so Jahreszahlen herkommt. Oder, und das ist halt deutlich realistischer, am Anfang ist es relativ einfach, viel Emissionen einzusparen, weil man die ganzen so low-hanging fruits mitnehmen kann, wie Tempolimit. Drop. Und dann wird es halt irgendwann schwieriger, weil dann sind das noch so die Restemissionen, die halt noch da sind. Und ich glaube, deswegen müsste halt eher die Frage sein, wie viel Budget finden wir, steht uns noch zu und wie halten wir das ein? Und mit diesem Budget macht man halt auch alles ganz doll messbar, weil man natürlich jedes Jahr sehen kann, wie viel Budget ist noch da und wie viel haben wir emittiert. Und das ist was, wovor und weswegen sich politisch auch so sehr dagegen geweigert wird, weswegen auch das Klimaschutzgesetz jetzt meiner Meinung nach aufgeweicht wird, weil man Angst hat vor dieser Messbarkeit politisch, weil man dann politisch immer daran gemessen werden kann, wo sind wir gerade. Und wenn man Jahreszahlen hat, dann ist es noch ganz weit weg und dann ist es irgendwie alles voll okay. Das heißt, 2050 kann okay sein, wenn man jetzt ganz schnell CO2 emittiert. Danke, Annika. Alma, mich interessiert deine Meinung total. Ich komme gleich zu dir, aber erst geht es zu Florian. Mich interessiert total, wie du insbesondere dieses Spannungsfeld auch Wachstum siehst. Aber Florian, nochmal aus der wissenschaftlichen Perspektive. Ich frage es mal so ein bisschen ketzerisch. Kann es vielleicht trotzdem sinnvoll sein, dieses 2050-Ziel jetzt zumindest ausgerufen zu haben, um dann einen Fahrplan zu entwickeln, weil alles andere, obwohl wir es machen müssen, aber eben, und da kommen wir auf eure Eingangsstatements nochmal, zu diesem großen Wort der Akzeptanz, auf eine gewisse Art und Weise im Moment noch nicht so greifbar scheint? Ja, das ist, glaube ich, keine wissenschaftliche Frage, sondern bestimmt eine politische Frage, weil wir haben ja durchaus, ne, das sind ja fiktive Zeiträume, denen wir uns hier widmen, ne, und die sich auch die Politik sozusagen als Wegmarken gesetzt hat, um eben bis dahin, Annika hat es gerade im Detail erläutert, ne, entsprechend CO2-Emissionen zu mindern. Aber ich glaube, die sind trotzdem notwendig, um eben bestimmte, ne, Prozesse in Gang zu leiten und auch einerseits gesellschaftlichen Akteuren, andererseits aber auch den Menschen und natürlich auch der Wirtschaft Signale zu geben, dass man es erstens
ernsthaft angeht und glauben will, obwohl wir in der Vergangenheit auch immer wieder gelernt haben, dass gerade bei den Klimazielen die Politik auch immer wieder enttäuscht hat. Aber wir brauchen diese Wegmarken, um natürlich ein Stück weit auch Planungssicherheit. Einerseits im Individuellen, also was kommt für mich auch als Individuum, als Person drauf zu? Wird sich meine Arbeitswelt ändern? Wäre ich zukünftig vielleicht noch in meinem Job, wenn ich in der Automobilbranche unterwegs bin, weiterhin Verbrennermotoren bauen? Wahrscheinlich nicht. Was mache ich dann? Muss ich was anders lernen? Also das sind ja so ganz persönliche Fragen. Und gleichzeitig stellt sich das natürlich auch auf so einer strukturellen Ebene, gerade im Bereich der Wirtschaft, wo Investitionen ja nicht von heute auf morgen und auch nicht über einen Zeitraum von 3, 4, 5, sondern sicherlich auch über mehrere Jahrzehnte auch getätigt werden. Und da sehen wir ja, dass wir da auch, was so jetzt globale Finanzströme und auch Investitionen anbelangt, dass sich da zumindest in den vergangenen Jahren was getan hat, dass auch die großen Hedgefonds und auch die großen Finanzkapitalinstitutionen hier auch auf stärker auf nachhaltige und auch grünes Wirtschaften setzen. Das heißt, sie ist natürlich eine Wette, die sie eingehen. Aber wenn Sie ein politisches Signal haben, dass bis dahin sich grundsätzlich was ändert, lohnen sich auch aus derer Sicht die Investitionen und werfen dann bzw. setzen so ein Umdenken und auch ein anderes Handeln dann mit ein. Ganz kurz, nur um den Klimaneutralitätsbegriff zu Ende zu definieren, ist sind CO2-Äquivalente, weil ich glaube, ganz oft vergessen Menschen, die nicht so in der Klimabubble sind. Ich merke das auch, dass es so, es gibt ja auch noch andere Gase wie Methan. Und zum Beispiel europäisch wird die Landwirtschaft ganz oft ausgeklammert, aber Methan ist halt viel schädlicher als CO2 und deswegen werden diese Budgets oder alles in Äquivalenten auf CO2 gerechnet und ich glaube, das meinen wir alle, wenn wir jetzt CO2 sagen. Alma, du hast schon zum Mikro gegriffen, das freut mich sehr. Mich interessiert insbesondere, du bist einerseits selbst Unternehmerin, auf der anderen Seite im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft sind Unternehmen, die diese Signale auf jeden Fall schon sehr ernst nehmen und ernster als das Gros der Wirtschaft. Wie ist das da mit der Vereinbarkeit des Wachstumsbegriffs und Klimaschutz? Ich muss trotzdem einen Satz zu der Frage davor sagen, weil diese detaillierte Analyse ist super wichtig. Ich möchte nur auch sagen, ich finde es gerechtfertigt, große Ziele mit Jahreszahlen zu haben, weil an irgendwas müssen wir uns orientieren. Wir brauchen nur den Weg dahin, der muss mitdefiniert werden und der muss genauso committed werden wie die 2050. Und dann wäre das total fein, weil als Überschrift in irgendeiner Zeitung taugt halt eine Ausführung leider nicht. Deswegen sind immer beide Aspekte. Wachstum und nachhaltige Wirtschaft, ein super schwieriges Thema. Ich würde sogar sagen, dass die Unternehmen in unserem Verband einen Schritt weiter gehen. Wir versuchen, also wir nehmen das nicht nur ernst, was gerade passiert, sondern wir versuchen aktiv dafür zu sorgen, dass die Regelungen noch strenger werden, obwohl sie uns selbst betreffen, weil wir das brauchen. Denn wir sind auch Menschen, wir sind zwar Unternehmerinnen, aber wir sind ja auch Menschen. Auch ich möchte gerne in 30 Jahren noch in Deutschland leben können. Und es soll angenehm sein, hoffentlich. Aber natürlich wollen diese Unternehmen wachsen, um meins inklusive, um mehr Einfluss zu haben, um sicherer zu sein, um schöne, nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen tatsächlich. Was gut zu verstehen ist, ist, es gibt Lösungen dafür, die auch vielleicht für Privatpersonen leicht nachzuvollziehen sind, wie das transparent ist. Zum Beispiel haben wir, und das gilt für einige in unserem Verband, eine Unternehmensform gewählt, die dafür sorgt, dass wir überhaupt keine Gewinne privatisieren können. Das ist keine Genossenschaft, das ist nochmal was anderes, aber das sorgt dafür, dass wir immer nur alle Gewinne, die wir erzielen, dem Unternehmensziel verpflichten, zum Beispiel Klimaschutz, Sozialverträglichkeit und ähnliches. Und plötzlich ändert sich die Art des Wirtschaftens, weil wenn ich als Geschäftsführerin entscheiden kann, ich mache 1 Million mehr Gewinn oder ich stelle 3 neue Leute ein, weil alle Leute sind so ein bisschen überlastet oder vielleicht schaffe ich eine 4-Tage-Woche oder was auch immer und ich nicht entscheide, ob ich 1 Million auf mein Konto bekomme, sondern einfach nur, ob dieses Unternehmen 1 Million mehr auf dem Konto hat, die bringt ja erstmal gar nichts, das ja, Geld ist immer nur Mittel zum Zweck, dann ist die Entscheidung eine ganz andere. Oder ob ich mehr Klimaschutz mache, natürlich auch, als wenn ich die privat haben könnte, weil dann plötzlich doch diese Gier einsetzt. Und davor haben wir uns geschützt, deswegen können wir das gar nicht. Und das gilt für viele Unternehmen in diesem Verband. Verantwortungseigentum nennt sich das. Soll es auch eine neue Rechtsform für geben in Deutschland, gibt es bis jetzt noch nicht, in anderen Ländern zum Glück schon. Aber natürlich ist dieses Wachsen oder Nichtwachsen super schwierig, weil wir in Konkurrenz stehen zu konventionellen Unternehmen, die auch die ganze Zeit wachsen wollen. Und da
ist es immer spannend, wenn Unternehmen, Unternehmerinnen selbst Konsumkritik üben, was ich zum Beispiel tue. Ich finde, in Deutschland, wir haben doch alle viel zu viel. Warum wollen wir denn immer mehr von allem und ist dadurch schon mal jemand glücklicher geworden? Also ich nicht persönlich. Und das, dazu gibt es ganz viele Studien, dass das Glück von Menschen steigt, solange die Grundbedürfnisse befriedigt werden und ein bisschen darüber hinaus, wenn man nämlich Freiheit bekommt, Kunst zu machen oder sich mit anderen Menschen zu beschäftigen, sich sozial einzubringen. Und dann wird die Lebenszufriedenheit nicht mehr besser. Und das Wuppertal-Institut hat eine Studie gemacht, wo sie mal gezeigt haben, dass seit 1970 ist unsere Kaufkraft im Schnitt vierfach so groß geworden bis heute. Und das Lebensglück in Deutschland ist eine Linie. Wofür machen wir das alles? Das ist wie so ein Hamster in einem Rad. Wir machen immer mehr und haben nichts davon. Und das kann ich schon als Unternehmerin sagen, das will ich nicht. Dann wachsen wir halt nicht. Dann auch für uns ganz persönlich, dann wachsen wir halt nicht, weil das ist nicht das Ziel davon tatsächlich. Vielen Dank euch. Das Lebensglück von Menschen, nicht unbedingt das Lebensglück, aber vielleicht das Glück steigt auch, wenn ihre Fragen Gehör finden. Insofern würde ich tatsächlich, auch wenn wir jetzt nicht in die Tiefe gehen konnten, eine neue Runde einläuten. Erstmal meinen großen Respekt für die, zum Beispiel Friday for Futures, die Bewegung, die haben eine ganze Menge Aufmerksamkeit erregt. Frage, was für einen Einfluss haben die auf die Politik? Das ist die erste Frage. Zweitens, das wurde jetzt eben angedeutet von der Dame da vorne, dass wir aus diesem Hamsterrad, wo wir sind, nicht rauskommen. Das habe ich hier auch schon eben angesprochen. Auf der einen Seite Wirtschaft, Konsum, Arbeitsplätze, Wohlstand, Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie dringend das ist, schneller und wirkliche Maßnahmen einzuläuten. Denn so ist das 1,5, mit diesen Maßnahmen, die jetzt laufen, das 1,5-Grad-Ziel illusorisch. 2050 weiß ich nicht. Auf der einen Seite bei der Politik die Autolobby, Industrielobby und so weiter sehr stark. Und was für einen Einfluss haben jetzt Klimaaktivisten? Oder wird das überhaupt wahrgenommen? Wird das? Das passiert ja auch einiges, aber wie groß ist der Einfluss? Naja, ihr wart ja gestern auf jeden Fall sehr präsent in Berlin beim Parteitag der FDP, aber in dem Zusammenhang vielleicht nur noch für deinen Hinterkopf würde mich auch interessieren, du hast gerade letzte Woche dich zum Beispiel distanziert von der letzten Generation, kannst du wahrscheinlich selber besser begründen, warum, aber vielleicht auch genau, wie viel Einfluss habt ihr und welchen Einfluss hat die Klimaschutzbewegung aktuell, können wir davon überhaupt noch sprechen oder sehen wir gerade ein bisschen eine Spaltung der unterschiedlichen Klimaschutzbewegungen? Das würde ich gerne noch mit reingeben. Also die Klimagerechtigkeitsbewegung ist nicht gespalten und ich glaube, Differenzierung ist ein besseres Wort als Distanzierung, weil am Ende ist die Debatte einfach sehr kaputt und wir sind uns super einig darin, dass politisch viel mehr passieren muss und dass das, wie es jetzt gerade passiert, so nicht weitergehen kann und gleichzeitig wählen wir und das ist die moralische Ebene von braucht es, das was braucht es und dann auf der strategischen Ebene wählen wir andere Strategien. Und wenn man sich, und ich glaube, das ist auch was so in Vergessenheit gerät, wenn man sich die Anti-AKW-Bewegung anschaut, dann war das auch so, dass Leute die Transporte blockiert haben und andere Leute haben Großdemos gemacht. Und deswegen ist es immer so, dass es zivilen Ungehorsam gibt und gab und dass es verschiedene Strategien gibt. Es ist aber wichtig, dass Menschen das Gefühl haben, sich da anschließen zu können, wo sie sich anschließen wollen und dass Menschen nicht das Gefühl haben, nur weil sie sich selbst nicht auf die Straße kleben wollen oder weil sie das strategisch für nicht clever halten und ich kann die Kritik nachvollziehen, dann müssen sie doch trotzdem sich klimapolitisch einbringen können und deswegen braucht es dann Space, dass sie auf eine Demo gehen können oder im Unternehmenskontext sich einbringen können und ich glaube, was ganz gefährlich ist, ist, dass gerade so das große Argument gegen Klimaschutz dann ist, naja, wir finden die irgendwie nicht so doll und ich glaube, das ist ganz gefährlich und deswegen ist es wichtig, dass es ein differenziertes Bild von der großen Bewegung gibt, die aber ein Ziel hat. Und vielleicht zu der Frage, was erreicht wurde. Das Problem an sozialem Wandel ist, man sieht immer nur Zustand A und Zustand B und den ganzen Prozess dazwischen, den merkt man immer nicht. Also, dass wir jetzt hier sitzen und über Klimaschutz sprechen, das ist durch einen krassen gesellschaftlichen Mindshift passiert, wo Leute auf einmal dachten, oh, Klimakrise ist ein Ding und es ist nicht ein Ding von irgendwo in der Zukunft, sondern es passiert global jetzt und hier schon. Und das ist passiert, weil es so große Demonstrationen gab, die wir auf die Straße gebracht haben. Das ist das erste große, was passiert ist, ist ein gesellschaftlicher
Mindshift und da müssen wir deswegen weiter dranbleiben, weil es ist auch klar, dass sobald Menschen nicht mehr auf die Straße gehen, werden sich Politiker hinstellen und sagen, die Menschen wollen das nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn es anstrengend und nervig ist, halt weiterzumachen. Was noch erreicht wurde, dass, also die Gesetzeslage, wie sie jetzt gerade ist, nehmen wir mal die Ampelpläne gerade ein bisschen raus, ist so progressiv, wie sie nie war. Also wir haben einen Kohleausstieg, von dem hat niemand gedacht, dass er passieren wird. Es gibt ein Klimaschutzgesetz, was noch in der Konstruktion eigentlich ziemlich gut ist und eigentlich müsste er dazu verpflichtet, Dinge zu tun. Und wir haben eigentlich eine relativ progressive Regierung, in der aber gerade ein Akteur sich so zum großen Ziel gehabt macht hat, jegliche Maßnahmen zu blockieren. Und ich glaube, so das ist was, wir haben das Bundesverfassungsgerichtsurteil, was einen Freiheitsbegriff ganz neu definiert und was ja auch, also die Gerichte urteilen ja auch auf so einer Grundlage von, wo entwickelt sich Gesellschaft hin, deswegen verändert sich ja Rechtslage. Und das sind alles Dinge, die passiert sind, weil Leute auf die Straße gegangen sind und auch als es irgendwie anstrengender wurde, man das Gefühl hatte, boah, ich stehe jetzt zum 10. Mal beim globalen Klimastreik, trotzdem weitergemacht haben. Deswegen, ich glaube, auch da ganz viel passiert und dann kommt man wieder an den Punkt, dass man sich immer an einer wissenschaftlichen Realität misst, in der man nie genug tun kann. Weil wir erst genug getan haben, wenn wir auf dem 1,5-Grad-Weg sind und das sind wir eben bei Weitem noch nicht. Und ich glaube aber, dass deswegen, weil man so, was ich am Anfang gesagt habe, so unterschätzt wird, weil man aber gleichzeitig so sich zusammentun kann und zusammen Lösungen finden kann, dass ganz wichtig ist, das weiterzumachen und dass es durchaus wahrgenommen wird. Also wir machen die Demonstration und was aber Leute nicht sehen oder teilweise nur sehen, ist, dass man dann vor dem Finanzminister Lindner sitzt. Und ich habe also sehr viel im Gespräch den Kopf geschüttelt, aber dass wir da saßen, das war ein großes Zeichen, dass da er die Notwendigkeit sieht, mit uns zu sprechen, weil er spricht ganz bestimmt nicht weil er unserer Meinung ist. So. Oder dass es ein Gespräch mit einem Olaf Scholz gibt oder mit einer Angela Merkel. Also das zeigt, dass eine Notwendigkeit gesehen wird, Klimaschutz zu machen. Dass jede Partei im Wahlkampf gesagt hat, wir machen Klima. Das ist alles nur passiert durch diesen gesellschaftlichen Druck. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, da weiterzumachen, auch wenn es irgendwie so sehr frustrierend alles aussieht und wirkt. Alma, diesen krassen gesellschaftlichen Mindshift, kannst du den beflügeln in dem Mittelstandsbeirat? Annika, du hast jetzt gerade gesagt, die Politiker, die du genannt hast, haben sich mehr oder minder gezwungen gefühlt, mit euch zu sprechen. Du bist eingeladen worden, immerhin vom Wirtschaftsministerium. Bist du da auf eine Art irgendwie eine Exotin? Also bist du, oder wenn du für Klimaschutz sprichst, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Was kannst du da beeinflussen? Ich hoffe erstaunlich viel. Ich bin da tatsächlich keine Exotin. Das ist natürlich auch der große Vorteil, wenn man einen grünen Wirtschaftsminister hat, dass der einen Mittelstandsbeirat beruft. Wir sind 25 UnternehmerInnen, wovon, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat. Und so reden wir auch darüber ganz oft. Also es geht sehr viel um verlässliche Regulierungen von der Regierung, also dass man sich einfach darauf verlassen kann, dass man bestimmte Sachen machen darf. Ne? Ganz viel geht es darum, wie werden erneuerbare Energien genehmigt, aber auch Fachkräftemangel ist gerade ein großes Thema. Ne? Ob man in der nachhaltigen Wirtschaft ist oder nicht, macht da gar keinen Unterschied. Und da können wir schon einerseits Stellung nehmen zur aktuellen Politik, das wünschen die sich auch explizit, und auch konkret Sachen vorschlagen, die wir uns wünschen und die finden sehr wohl Gehör. Und ein Beispiel darf ich vielleicht bringen, ich setze mich ganz stark dafür ein, dass Gründungen und junge Unternehmen besser gefördert werden, die nachhaltig wirtschaften, weil die zum Beispiel Gesellschaftsformen wählen wie wir und dann aus allen Fördertöpfen rausfallen, weil das entspricht nicht dem klassischen Kapitalismus, was wir machen. Und deswegen fördert die EU und Deutschland das leider sehr wenig. Wir wollen solche Unternehmen, weil nicht nur, weil wir nachhaltig wirtschaften, sondern weil wir die besseren Arbeitsplätze stellen und weil wir die brauchen als Alternative zu diesen anderen Unternehmen. Und diese Unternehmen sind resilienter. Also wir hatten das, die erste Sitzung war ein gutes halbes Jahr nach dem Start der Ukraine, des Ukraine-Kriegs. Und eine Frage an alle Unternehmen war, wie es denn gerade läuft mit den Energiepreisen. Und über die Hälfte hat gesagt, naja, das ist nicht unser großes Problem, weil wir produzieren selber sehr viel Energie. Wir haben uns längst damit auseinandergesetzt, bevor es diesen Krieg gab, weil das für uns ganz klar ist, die sind resilienter, die sind stabiler. Und das wollen wir. Also es ist auch eine Strategie, das Risiko zu minimieren. Aber gleichzeitig wollte ich noch einen, ich hatte Anfang des Jahres, ich bin nach Lützerath gefahren, um zu demonstrieren gegen den Abriss und den Braunkohletagebau und alles, was damit einhergeht, weil ich nicht fassen kann, dass in NRW eine Regierung, eine Landesregierung, die ja auch unter grüner Beteiligung ist, sowas genehmigt.
aktuell, wir brauchen das nicht zur Versorgungssicherheit, dazu gibt es genug Studien. Und da ich kurz vorher in diesen Mittelstandsbeirat berufen wurde und selber so ein bisschen, ich weiß nicht, Annika kennt das, aber mittlerweile viel routinierter als ich, auch so ein bisschen nervös war, darf ich das in dieser Position noch? Und war hin und her gerissen. Und das hat sich gelöst, als mir klar geworden ist, als ich selber reflektiert habe, dass auch die ganzen Politiker, die wir gut finden vielleicht, die für das Richtige kämpfen, die brauchen diesen Druck von der Straße. Die brauchen Leute, die dastehen und sagen, das reicht nicht. Und Fridays for Future hat diese aktuelle Koalition mit ermöglicht, meiner Meinung nach. Sonst hätten wir so eine Bundesregierung wahrscheinlich gar nicht, die so auch schon sehr progressiv ist. Und wir brauchen diesen Druck weiterhin. Und dafür müssen Leute auf die Straße und müssen demonstrieren gehen. Und dazu gehört auch ziviler Ungehorsam in meinen Augen. Vielen Dank. Florian, eine Frage an dich. Für mich schließt sich da aber schon an, dass wir immer so ein bisschen in unserer Blase bleiben, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, hier ist wieder recht viel Einigkeit. Als ich so ein bisschen rumgegangen bin, habe ich gehört, ja, finde ich auch, sehe ich genauso. Wir haben jetzt hier nicht so eine extrem kontroverse Diskussion. Ich weiß, dass ihr euch aber auch mit, ich nenne es jetzt einfach Menschen außerhalb dieser Bubble beschäftigt. Ja, wie sieht das denn da aus überhaupt grundsätzlich mit der Wahrnehmung der Klimakrise aktuell? Ja, das ist eine sehr gute Frage natürlich und danke dafür. Wir haben, wie gesagt, wir machen relativ viel Forschung. Ich durfte von uns schon davon berichten, wo wir eben aus den Städten herausgehen und vor allem mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wo wir also die Perspektive umdrehen, nicht und auch einerseits mit den Menschen über ihre Erwartungen, aber auch über ihre Zukunftsängste sprechen und sie auch konkret fragen, wie sie sich selber vorstellen, wie man diese große Transformation, die irgendwie total abstrakt ist, gestalten kann. Wir haben ja im Moment die Herausforderung, die Politik handelt, da werden auch riesige Milliardensummen fast im Halbjahresrhythmus verkündet und den Menschen ist so ein bisschen unklar, ja, was passiert denn eigentlich damit? Das sind natürlich langfristige Investitionen, die man auch so unmittelbar nicht spürt. Und was wir herausgefunden haben oder was wir eigentlich raus an vielen Ecken und Enden herausfinden. Wir waren zum Beispiel bei den Montagsdemonstrationen in Ostdeutschland unterwegs, wo wir mit Teilnehmerinnen dieser Demonstrationen gesprochen haben, also schon auch von einem rechtsradikalen, rechtsextremen Kern organisierte Demonstrationen, wo aber auch Leute aus der bürgerlichen Mitte mitmarschieren. Wir waren in strukturschwachen Regionen unterwegs, haben da Haustürgespräche geführt. Und wir haben herausgefunden, erstens, dass selbst auch bei den Leuten außerhalb der Blase das Thema Klima eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das ist bei den Menschen präsent und die Menschen haben auch das Gefühl, dass da politisch was getan werden muss. Nur, und das ist natürlich der Punkt, herrscht große Uneinigkeit darüber, wie das konkret geschehen soll. Und einer der Punkte, der uns, glaube ich, den wir immer ein bisschen vergessen und der sich auch in unserer Forschung zeigt, ist, dass den vielen Menschen, dass sich da das Gefühl einstellt, dass der kleine Mann und die kleine Frau am Ende immer wieder den Deckel zahlt, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Aber dass man nicht selber von diesen auch großen Investitionssummen, die da fließen, profitiert. Ja, was kann man dagegen machen? Also ein was, woran wir arbeiten und was wir auch genau untersuchen, ist, dass man sich genau anschaut, wie vor allem auf lokaler und regionaler Ebene Politik neu und ein Stück weit auch experimenteller gemacht werden kann. Wir fragen ja immer, oder wir hören ja oft diese Meinungsumfragen, wie viel Vertrauen haben die Bürgerinnen in die Politik? Dann steht da irgendwas, dann gibt es ein paar Meinungskommentare, aber wir müssen die Frage eigentlich auch umdrehen und die Politik muss auch mal die Bürgerinnen fragen, wie viel Vertrauen haben wir in die Bürgerinnen? Das soll heißen, und das passiert derzeit schon auch in den Ländern, in den Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt mit dem Revierausschuss. Da werden fließen sehr, sehr viele Millionen, zum Beispiel aus dem Strukturstärkungsgesetz, also aus dem Gesetz, was den Kohleausstieg in Deutschland beschlossen hat. Und da werden auf lokaler und regionaler Ebene Akteure aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aber auch Bürgerinnen und Bürger mit in Entscheidungsgremien genommen, um Politik zu entscheiden und auch Perspektiven für die eigene Region wirtschaftlich, aber auch mit Hinblick auf soziale Ausgestaltung hinzugestalten. Und das könnte ein Weg sein, um außerhalb der Blase auch Menschen für die Transformation zu gewinnen und Akzeptanz und Vertrauen zu schaffen.
Ich glaube, das ist eine politische Analyse, die ich jetzt über die Jahre gemacht habe, dass eines der großen Probleme, warum Menschen das genauso wahrnehmen, ist, dass es politisch so gewollt ist, weil Leute gegeneinander ausgespielt werden. Und das ist auch das, was man jetzt gerade erlebt, dass so Konflikte, die eigentlich in der Regierung gelöst werden müssten oder in den Institutionen, ich glaube, es ist ein generelles Problem, werden an die Menschen verschoben. Also das zeigt sich dann auf einer Ebene von, weiß ich nicht, in der Frage von Putins Angriffskrieg von, naja, und hast du heute schon deine Heizung angestellt? Aber auch, weiß ich nicht, bei der WM in Katar, wo dann die Frage ist, darfst du oder guckst du die WM? Also was ganz institutionalisiert ist, was sich so eingebürgert hat, dass man so Konflikte auslagert und gleichzeitig dann auch so sagt, so Menschengruppen auch so proaktiv gegeneinander ausspielt. Also sagt, naja, wir können keinen Klimaschutz machen, weil das können wir uns sozial nicht leisten, weil Menschen davon betroffen werden, anstatt sich zu überlegen, wie mache ich denn Klimaschutz, der Menschen entlastet, am Ende Ungerechtigkeiten, die da sind, aufhebt, weil eigentlich ist das eine große Chance von diesen Transformationen, die wir haben, zu sagen, naja, okay, wir fördern jetzt ganz doll Sanierung und dann zahlen die Menschen am Ende weniger Energiekosten und das ist das Sozialste, was wir gerade tun können. Und stattdessen wird halt gesagt, nee, das wird dann alles irgendwie auf die Menschen umgelagert und dann können wir nicht, also die Sanierung können wir nicht machen, weil dann zahlen die Leute halt mehr Miete. Und auch da bin ich dann voll bei dir zu sagen, dann überlegt euch doch, wie ihr andere Gesetzeslagen schafft, in denen es nicht auf die Miete umgelegt wird, sondern in dem zum Beispiel, weiß ich nicht, per se der Vermieter die Energiekosten zahlt, aber eben nur einen Teilbetrag und wenn der Mensch mehr verbraucht, dann zahlt er eben auch mehr und dann hat der Vermieter aber einen Anreiz zu sanieren. Weil wenn er dann saniert hat, dann macht er noch Gewinn durch die Energiekosten. Also es gibt ja die ganzen Ideen und Modelle und es gibt aber, glaube ich, eine große Weigerung, sie umzusetzen, weil es bequemer ist zu sagen, das funktioniert nicht. Und da finde ich gerade die SPD als so soziale Partei sehr erschreckend. Ein bisschen Applaus darf immer sein. Ich bin richtig traurig, dass wir leider schon am Ende dieser Diskussion sind. Mein Job ist ja immer, die Sachen ein bisschen runterzubrechen. Ich habe jetzt ganz grob gesagt mitgenommen, die Klimaschutzbewegung ist auf einem richtig guten Weg und hat schon viel erreicht, wenngleich es auch gewollten Gegenwind gibt oder Gegenwind geschürt wird. Ich habe auch mitgenommen, dass 2050 besser ist als nichts, dass wir einfach einen Fahrplan brauchen. Sollten wir wieder erwarten, schneller fertig sein, wäre es sehr gut oder auf jeden Fall sehr wünschenswert. Und ich habe mitgenommen, dass Klimaneutralität und Wachstum sich nicht unbedingt ausschließen müssen, sondern dass man dann vielleicht das Wachstum anders oder sehr anders definieren muss. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch. Schade, dass wir immer so wenig Zeit haben. Eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Und bitte aber nochmal Björn für den Abschluss zu mir. Nein, oder, Charlotte. Entschuldige, Charlotte. Aber kein Problem. Auch ich bin sehr traurig, dass es jetzt schon zum Ende zugeht. Aber wie angekündigt und versprochen, wollen wir euch an der Stelle auch nochmal die Möglichkeit geben, eure Meinung, euer Stimmungsbild abzugeben. Und wir haben in der vergangenen halben Stunde zugehört und drei Thesen uns aufgeschrieben, die in irgendeiner Art und Weise provokant oder relevant erscheinen. Und ich stelle jetzt die erste These vor und bitte euch dann mit den grünen oder roten Karten abzustimmen. Grün für ich stimme zu und rot für ich stimme nicht zu. Die erste These lautet, eine positiv formulierte These, wirklicher Klimaschutz und Wirtschaftswachstum sind vereinbar. Okay. Auf dem Podium eher rot, eine grüne Karte im Publikum, gemischt, mehr rot als grün würde ich einschätzen. Okay, Dankeschön. Eine beige, ja, für ich kann mich nicht entscheiden. Okay. These Nummer 2. Klimaneutralität 2050. Schaffen wir das? Sehr viel Hoffnung auf dem Teppich im Podium. Ja, doch nicht ganz so viel. 3 von 4. Und im Publikum auch ein gemischtes, vielleicht mehr grün als rot. Ich kann es nicht so gut lesen. Okay, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage, weil das ist ja, das wird ja auch schnell immer so technisch und wir haben so in den Vorgesprächen auch schnell so das Gefühl gehabt, naja, es geht, so ein bisschen geht es auch immer darum, so mit welcher Einstellung geht man eigentlich daran? Sagt man so, ne, naja, ist sowieso alles hin, hat ja eh keinen Zweck, ist zu schwer oder nee, komm, wir packen das an. Daher nochmal die Frage, ihr kennt wahrscheinlich dieses, ne, Glas halb voll oder halb leer?
Ne? Also entweder sagt man, das Glas ist halb voll, heißt, ja, immerhin ist halb voll, oder man sagt, nee, ist eigentlich halb leer. Hm, Mist. Für die, eigentlich die gleiche objektive Feststellung sozusagen. Also jetzt Glas halb voll, grün, Glas halb leer, rot. Wenn ihr sagt, das Glas ist eigentlich eher halb voll, die grüne Karte, wenn ihr sagt, nee, das Glas ist eigentlich eher halb leer, rot. In Bezug auf die aktuelle Situation ist das Glas... Genau, das Thema der heutigen Diskussion, genau. So generell kann man das natürlich auch fragen, aber vielleicht ist das dann auch eine ähnliche Verteilung. Okay, da sehe ich immerhin viel grün. Also ist gar keine Wertung dabei, ne? Einfach nur mal so, hat uns mal interessiert als Stimmungsbild. Vielen Dank, bleiben Sie klimaneutral und bei der Debatte dabei, vielleicht bis irgendwann mal, und noch einen schönen Tag und viel Spaß bei den anderen Panels hier. Auf Wiedersehen.